Hallo, hier stehen wir vor unserem zweiten Projekt, was wir hier in Einbeck realisieren, nämlich vom historischen alten kaiserlichen Postamt hier in Einbeck. Und das bauen wir zu 21 barrierefreie Wohnungen um. Zwei Wohnungen sind sogar rollstuhlgerecht. Dieses Objekt oder dieses Projekt realisieren wir nicht alleine, sondern machen wir in unserer Tochtergesellschaft, der VV Mobilien GmbH und Co. KG, haben dort zwei Partner. Das ist einmal Dr. Vogt mit seiner Firma der Part AG und Herrn Bernd Frerichs mit seiner Fredenwest GmbH und natürlich die Volksbank AG. Das Objekt haben wir komplett entkernt, komplett saniert und natürlich technisch auf den neuesten Stand gebracht. Was das Besondere an diesem Gebäude ist, es ist denkmalgeschützt und es ist sehr markant mit seinen drei Türmchen. Und heute, das ist noch das Highlight, werden wir die Zeitkapsel füllen, nachher beim Dachdecker Stahlmann. Und da werden wir dann auch noch eine Sequenz drehen. Freut euch drauf, das ist was ganz Besonderes. Aber jetzt wollte ich auch mal was drin zeigen. Kommt einfach mal mit. Ja, hier sind wir bei uns im Gebäude drin. Und wir wollen uns das auch mal anschauen. Und da kommt ja auch schon unser Bauleiter Herr Lehner. Der wird uns durch das Gebäude führen. Wie weit die fortgeschritten sind. Derzeit sind dort nur die Wandfliesen zu sehen. Im nächsten Schritt werden dann die Fußbodenfliesen verlegt. Und die Innenräume sind so weit, dass sie als nächstes tapeziert werden können. Ja, hier in dieser Wohnung haben wir ein kleines Highlight. Das sind nämlich die alten Züge des kaiserlichen Postamtes. Und da haben wir einfach mal eine Frage an euch. Gebt mal Kommentare dazu ab, was würdet ihr hiermit machen? Würdet ihr das so lassen? Oder würdet ihr das verdecken? Wir finden es total toll. Ja, die meisten erkennen nur den Aufzug, in dem sie ihn betreten. Hier kann man mal einen Blick in einen Aufzugsschacht werfen. Das heißt, der führt uns bis unten in den Keller. Und hier am Ende wird er oben aufgehängt werden. Ja, hier sind wir wieder in einer Highlight-Wohnung. Und damit ihr das mal seht, das ist das Ständerwerk vom Turm, was früher schon hier gebaut worden ist. Und oben haben wir auch vor, in dieser Wohnung eine Galerie zu bauen. Aber wie ihr seht, hier ist noch alles im Bau. Lasst euch überraschen, wie es später aussieht. Und ein Highlight gibt es noch in dieser Wohnung, kommt mal mit. Und das ist die super tolle, fast 40 Quadratmeter Dachterrasse mit einem super Blick über Einbeck. Schaut euch bitte nicht um, wir haben noch nicht aufgeräumt, wir sind noch mitten im Bau. Und wenn ihr euch jetzt mal umdreht, und dann seht ihr da oben den Turm, wo wir nachher auch die Zeitkapsel befüllen und später dann auch die Zeitkapsel dort oben reingesetzt wird. So, einen kleinen Einblick von dieser Highlight-Wohnung habt ihr schon bekommen. Der Rest bleibt geheim. Lasst euch überraschen. So, jetzt haben wir euch einen kleinen Einblick gegeben in unsere schöne alte kaiserliche Post. Und jetzt fahren wir zum Dachdecker Stahlmann, füllen dort die Zeitkapsel, die übrigens ganz viel auch bei uns im Projektteam Kugel heißt. Also wundert euch nicht, wenn nachher auch Kugel genannt wird. So, jetzt sind wir bei unserem Dachdecker Stahlmann angekommen, hier in Salzthal-Helden. Jetzt wollen wir unsere Zeitkapsel befüllen. Kommt mal mit. So, jetzt wollen wir die Kugel unserer Turmspitze befüllen. Und da haben wir halt uns überlegt, dass wir als erstes natürlich die Tageszeitung, die Einbecker Morgenpost vom heutigen Tage reinlegen. Dann haben wir eine weitere Zeitung. Da haben wir uns überlegt, dass wir die Eule auf den Stick ziehen. Dann von der heutigen Zeit ein paar Münzen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Zeichnungen von unserem Gebäude. Und was für diese Zeit steht, natürlich auch eine FFP2-Maske. So, die Zeitkapsel haben wir jetzt gefüllt. Der Dachdecker Stahlmann wird sie demnächst aufs Dach setzen
auf unsere Kuppel. Da nehmen wir euch natürlich auch mit. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr in die Zeitkapsel getan habt. Bis dahin, tschüss.